mir Slurf Unterstützung! Hey! Hey! Gut gemacht. Ein Meter weiter ist noch ein Stützkontrollpunkt. Hatte ich den nicht schon eingenommen? Ach, was soll's. Munition. Das klingt ja auch geil. Yep. Wie läuft's? Na gut, abgesehen davon, dass ich das abgerechnet auch gar nicht finde. Hier ist noch die Pfanne. Libertad. In der Höhle. So. Ich würde gerne da mal hin schnell reisen, auch wenn es sinnlos ist. Einfach nur zu sehen, was das ist, und wollte jetzt eigentlich in die Hauptbasen gehen und die mal ein bisschen aufmotzen. Ich denke, das hilft dir weiter. Ich auch. Was hast du für mich? Danny, wir planen einen Hinterhalt. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass die Chancen besser stehen, wenn du uns hilfst. Danke, danke. Da vorne. Ja, komm. Was? Hier was kochen. Tausend Meter. Was sind das 1000 Meter? Egal. Gut, dann mache ich jetzt erstmal meine Reise zu den Basen. Um zu gucken, ob ich mir jetzt irgendwie pimpen kann oder irgendwas auch mal. Und dann gucke ich mal, irgendwas Heldenhaftes werde ich heute noch machen. Hey, kannst du mit Elektrowerkzeug umgehen? Nehme ich das noch mit? Und dafür muss ich irgendwas haben, gut. Ebola. Glamourös, oder? Wie ein verdammtes Fünf-Sterne-Hotel. Alles ausgebaut. Der Park war
voller Leute, die über ihre Telefone im zum Kauf verfügbar. Es gab auch jede Menge anderer Kids, die Karten verkauften. Aber Alejandro haben sie sich gegriffen. Aber warum halten sie ihn so lange fest? Da wollte ich hier mal wieder reingucken. Ich habe ja jetzt einen zweiten. Das heißt, ich kann hier eine Despotin absetzen. Mit Sergio. Braucht aber auch wieder ein paar Stunden. Auf zur nächsten Basis, der großen Basis. Da kann ich noch Wachen machen, hier kann ich noch einen. Wo waren denn die anderen? Ah. Kurz hin, ausbauen und mir im Kreis zwischen überlegen, was zum mache ich jetzt als nächstes. Schön, dich zu sehen, Danny. Hi. Einmal dann. Gucken, was der mir jetzt gibt. Hey. Ich kann mir hier Waffen kaufen. Hallo. Hey. Gucken wir mal, was ich im anderen kaufen kann. Sieh mal einer an. Jetzt kann ich die nicht mehr machen, weil ich Metall brauche. Danny. Kann ich mir hier was Lustiges noch kaufen? Natürlich kann ich mir hier noch was wissen. Obwohl ich nicht mehr so viele Pesos habe. Ja, komm. Auf zu dem hier. Obwohl, da habe ich eigentlich... Nee, ich habe da noch nicht alles ausgeräumt, aufgebaut. Zum Glück kann man das in der Vorschau sehen. Bevor ich dann gleich Radio mache. Oder so. Ist Paolo wieder beschäftigt? Kann ich auch gerade nicht machen, weil ich brauche Benzin und Benzin. Der Wächter, damit du mir... Gut, ich wollte jetzt was mit 5 machen. 7 nicht. 6, 6. Ich glaube, die sind alle gestiegen oder was? Wir haben jetzt die beiden markiert. Die markiere ich wieder. Die Station irgendwann. Da gibt es echt viel, wenn man das macht, ne? Das Ding muss ich irgendwann mal machen. Aber ich wollte jetzt eine Sache machen mit den Dingern zum Beispiel. Könnt da noch mal hin. Was? Okay, Absprung. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht, aber... Okay, genau das, ja. Auch nicht schlecht. Ich würde jetzt nur gerne wissen, wie ich wieder reinkomme in dieses Gebäude. Tada. Supremo-Dings. Ich habe sogar 50 mehr. Na dann. Die kosten auch alle 108. Die
Die Werkbank ist gerade frei. Wollte ich nur mal erwähnen. Ja, ich habe schon, was ich brauchte. Sondereinsätze Schwarzmarkt. Ich wollte hier zu Radio Libertad. Und zwar über den Kontrollpunkt hier. Dann gehe ich nochmal in die Station da. Und frage mich echt, wo ich die 100... Warte mal, ich hätte nur 50 Uran. Naja. Keine Schwierigkeiten. Ich nehme mir jetzt hier als Radio Wettert und mache auf der Karte den hier als Markierung. Psst, Guerriera. Ich hab dich schon gesehen, aber du willst mir doch irgendwie sagen, was ne? Du warst. Das wird auch wieder so ein Kampf, wo ständig Leute kommen. Sag ich doch. Okay, fährt sogar wirklich. Pass bis vor die Tür. Die Strecke. Und da reicht sogar zum Zielort, ohne dass ich das machen muss. Fand ich schon beim fünften Teil toll. Und jetzt genieße ich es immer noch. Okay, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr durchdreht oder nicht. Und drei.
hätte ich das auch schon geschafft. Da ist der Kasten. Da kriege ich zwei. Na, mal gucken. Schön hier so Wohngebäude und dann. Wenn es Kampf ist, nicht möglich, naja. Lieber auf Abstand. Ah. Hatte ich noch Werkzeug gesehen? Kann ich da auch nicht schnell reisen? Weil das Spiel denkt, ich bin noch in einem Kampf. Naja. Ich markiere mir den da. Folge dem Weg. Guck mal kurz, was das hier ist. Bitte! Töte mich nicht! Runter mit der... Danke, vielen Dank. Alles klar. Wohnung Y1. Ich will hier hochklettern. Wenn man hier auch nicht raufklettern kann, ne? Hm.
Ja. Kletterpflanzen. Moin. Ich habe Castillo gewählt. Verschwinde von hier. Da kann ich doch nichts für. Muss ich unten noch was anschmeißen oder was? Genau. Ich dachte schon, ich springe jetzt echt durch die Tür nach unten. Ich glaube, ich muss den grün machen, bevor ich da rankomme. Aber ich habe keine Ahnung wie. Nun denn, wo steht mein Auto? Okay, das heißt Benzin. Kann ich natürlich auch umklettern. Ja, mit einem Fels dazwischen, das geht nicht. Ach, egal. Wollte ich gerade ins Wasser springen? Oh, hier ist wieder eine Verband. Hier drüben. Ja, hier. Was kannst du mir sagen? Ich habe dir eine Flugabwehranlage auf der Karte markiert. Super. Zerstör sie am besten gleich, okay? Hey, danke. So weit weg.
gehe jetzt erstmal hier gucken, was der Stern macht. Rancho Bito. Bin falsch. Bito, bist du hier? Aufklärungsbericht, Vorratslieferungen, hier, da, das, bla, bla. Informationen zu Vorratslieferungen, Überwachung, ja, ja. Ich hab hier ein Autorennen. Bijo? Eine Waffe. Schlecht geschriebener Tagebucheintrag. Keine Ahnung, warum ich schreibe. Ich schätze, die Dinge laufen okay. Ausnahmsweise mal. Und das ist schräg für mich. Dani ist meine totale Heldin. Ausnahmsweise fühle ich mich nützlich. Obwohl ich als Autorität zähle. Morgen ist das vielleicht vorbei, aber drauf geschissen. Ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Mir ist das so egal, dass es ein Mädchen gegeben hat. Tick dich, Dad. Unterschriebener Brief. Mit der Verhaltung lässt sich kein Geld mehr verdienen. Selbst mit Glück hat einer Tonne von seinem Leben. Na, scheiß Technik. Dani, sieh mal, was ich hier habe. Hey, was geht ab? Willkommen bei Radio Libertad. Marquesa hat das Internet gesperrt, also nehmen wir das Radio, um Libertad eine Stimme zu geben. Yay. Aber ja, das uraltes Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist von, was weiß ich, 1993. Diese roten Antennenturmdinger in der Gegend senden das Signal, aber die meisten sind defekt oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Okay. Reparierst und drehst du sie? Für unseren Traum? Wir geben Yara die Wahrheit, die es braucht. Ja. Hab ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Dani? Noch nicht, zum Glück. Nimm dir deine Medikamente weg, ja? Ein freaking Ernst. Ja, okay. Bin mir. War ja klar, dass er die Musik anders. Also, ja, 50 wert. Hey, Bicho, was hast du für mich markiert? Der Binga. Die Soldaten stehen mir im Weg. Das ist der Offizier. Auf Überdienung! Auf Silla! Wenn er da weggeht, geht er weg!
das von oben an! Rebinga!